Willkommen zu einem neuen Wochenvlog, liebe Freunde. Wie ihr seht, ich bin noch zu Hause bei meinen Eltern. Vor allem, wie ihr seht, man sieht nichts. Man sieht vielleicht eine Tür und einen Schrank. Wie gesagt, noch bei meinen Eltern gerade. Ich mache mich gerade kurz frisch, weil so in einer Stunde geht mein Zug zurück nach Berlin. Und dann fahre ich auch schon wieder. Morgen wird irgendwie ein spannender Tag. Ich habe morgen irgendwie so voll viele Termine, habe ich das Gefühl. Das stimmt zwar gar nicht. Ich glaube, ich habe zwei. Drei. Drei Sachen, die ich erledigen muss. Aber irgendwie freue ich mich voll so. Oh, irgendwie so wichtig, durch die Gegend zu laufen. Ach, hier ist noch die Brille von meiner Mama. Die muss ich ja noch zurückgeben. Das ist Mamas Sonnenbrille. Aber irgendwie... Leute, das ist doch keine Sonnenbrille. Also, sie sieht cool und swag aus. Aber die ist halt voll hell. Also, die schützt, glaube ich, gar nicht vor der Sonne. Aber swag. Bin so müde. Leute, ich habe euch gar kein Update gegeben. Schaut mal. Ich habe jetzt Wimpern-Extensions. Auf jeden Fall bin ich heute Morgen voll früh aufgewacht und bin erstmal zur Zahnreinigung. Oh mein Gott, sieht irgendwie gruselig aus mit den Wimpern. Wollte ich eigentlich mein Ticket erneuern, das ging irgendwie nicht, aber irgendwie ging es jetzt doch. Keine Ahnung, war ein bisschen verwirrend, aber es hat funktioniert. Ich habe auf jeden Fall wieder ein Ticket. Selbst wenn mein Ticket irgendwie gerade nicht gültig ist, hole ich mir dann immer ein Einzelticket, weil ich sehe es echt nicht ein, irgendwie erwischt zu werden und dann 60 Euro zahlen zu müssen, deswegen Pech. Sieht es besser aus, wenn meine Augenbraue so kurz ist? Genau, dann bin ich zum Wimpernmachen gegangen. Ich verlinke euch mal ihren Account unten in der Infobox. Sie ist in Charlottenburg. Sie hat so Wispy-Style bei mir gemacht. Ich weiß nicht, es ist jetzt ein bisschen dunkel, deswegen sieht man es nicht so gut. Ich werde euch morgen auch nochmal alles genauer zeigen. Mit vernünftigem Make-up und so weiter. Aber seht ihr, das ist halt so Wispy-Style. Ja, ich muss mich noch ein bisschen an den Anblick gewöhnen. Ich finde es voll interessant. Das ist irgendwie so anders als... wie ich Wimpern klebe, wisst ihr? Was habe ich heute noch gemacht? Dann habe ich erstmal die ganze Zeit gechillt. Irgendwann dazwischen habe ich auch noch einen Nap gemacht. Ich konnte gestern auch wieder nicht einschlafen, war bis 3 Uhr nachts wach, unnötig. Du musst dich um 8 Uhr aufstehen. Dann bin ich beim Wimpernmachen fast eingeschlafen. Ich lag da so. Und kennt ihr, wenn man so immer die ganze Zeit kurz davor ist einzupennen? Das Gefühl hatte ich halt die ganze Zeit. Dann war ich noch im Gym gerade. Oh, durchziehen. Es wird durchgezogen, Leute, wie ich einmal die Woche ins Gym gehe. Aber... einmal die Woche ist besser als nichts. Ich meine, ich war letzte Woche ein- oder zweimal. Und diese Woche war ich zum ersten Mal. Aber ich gehe morgens safe wieder. Führt kein Weg dran vorbei, liebe Laura, damit du das hörst. Und dann mal schauen. Entspannte Nummer. Gumo. Ich wollte gerade die Kamera greifen. Und dann stand dann ein Becher mit Wasser daneben. Und dann musste ich mich entscheiden. Kamera oder Wasser. Wasserflasche auf dem Boden gelandet. Guck mal, mein ganzer Schrank ist noch. Zum Glück nur Wasser. Guten Morgen, meine süßen Ritter. Warum sage ich Ritter? Das habe ich von Dorothy geklaut. Kennt ihr Dorothy? Ich finde, sie ist der lustigste Mensch, der existiert. Also fast eine der lustigsten, die existiert. Wisst ihr, das ist jetzt das Ding. Jetzt habe ich halt diese Wimpern-Extensions, aber ich finde, jetzt sehe ich einfach nur gruselig aus. Weil, warum bin ich ungeschminkt, habe Augenringe, keine Augenbrauen, aber so ein Wimpern. Wisst ihr? Ich muss mich jetzt halt immer schminken. Ich mache mich einfach nur ganz kurz frisch. Und dann gehe ich fix ins Gym. Ich habe gestern so meine Bildschirmzeit auf meinem iPhone angeguckt. Und irgendwie war ich super schockiert. Also ich meine, ich habe immer eine hohe Bildschirmzeit. Ich habe immer so, keine Ahnung, was habe ich normalerweise? So 9 Stunden oder so. 8 Stunden. Gerne alles so in diesem Bereich. Aber ich habe gestern so geschaut und hatte 12 Stunden. Und ich war so, wie kann das sein, dass ich 12 Stunden Bildschirmzeit habe? Und dann musste ich irgendwie überlegen und war so jede Sekunde des Tages am Handy. Also so außer ein paar Ausnahmen. Aber irgendwie war ich so, das kann doch nicht sein. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich schlafe ja immer mit Podcast ein. Und ich schaue halt immer die von Trisha. Und die von Trisha sind halt 3 Stunden lang. Und die laufen halt komplett durch. Obwohl ich vielleicht, keine Ahnung, in der ersten halben Stunde einschlafe, laufen halt trotzdem noch 2,5 Stunden weiter. Das zählt zu meiner Bildschirmzeit. Deswegen sind das so viele Stunden, weil jeden Abend 3 Stunden. Deswegen hebt sich das auch so ab von den normalerweise so pipapo 9 Stunden, die ich habe. Meine Augenbrauen sind ganz doll nachgewachsen. Geht so schnell irgendwie. Ich war halt übers Wochenende bei meinen Eltern und habe halt nicht so oft irgendwie in den Spiegel dort geguckt. Weil ich habe mich da auch irgendwie nicht geschminkt. Nur einmal so ganz fix. Jetzt habe ich einmal richtig geschaut und war so, damn. Hier wächst einfach eine ganze neue Augenbraue drunter. Und mir wachsen halt immer Barthaare. Das ist so nervig. Die muss ich auch immer zupfen. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob man das auf Kamera sieht, aber schon stabiler Bartwuchs. Manche Jungs in ihrer Pubertät sind neidisch auf mich. Mache ich mal ein bisschen Concealer drauf, einfach nur. Wie gesagt, ich finde, es sieht sonst komisch aus irgendwie. Mit Wimpern, aber Augenringe. Hab meinen Sonnenschutz vergessen. Ich habe mich gestern auch übrigens trotzdem mit meinem Öl, Make-up-Entferner, abgeschminkt. Und habe halt einfach wirklich nur die Augen ausgelassen.
Und eigentlich funktioniert das auch. Also hat ganz gut geklappt. Ich hatte einmal diesen richtig guten... da sind noch ein paar Härchen, die ich vergessen habe. Ich hatte einmal diesen richtig guten Augenbrauenstift von Smashbox. Und jetzt kommt einfach nichts mehr daran. Ich glaube, ich hatte auch mal welche von Anastasia. Ich glaube, die fand ich auch gut. Aber die sind halt auch teuer. Wenn ich jetzt so einen billigen benutze, wie den hier von Elf, das ist einfach nicht das Gleiche. Es ist nicht Smashbox. Der war halt so gut. Ich habe halt kurz überlegt, ob ich doch nicht ins Gym gehe. Aber Leute, wenn man gerade motiviert ist, muss man das nutzen. Ich sag's immer wieder. Weil bei uns Frauen weiß man eh nie mit unseren Hormonen. Das kann sich so schnell wieder umdrehen. Deswegen, wenn gerade Motivation da ist, muss man das immer nutzen. Egal für was. Egal jetzt für Gym oder sonst was. Wenn man irgendwie gerade Bock auf irgendwas hat und man quasi auch die Freiheit zeitlich und so weiter hat, muss man das wirklich in dem Moment nutzen. Weil das kann so schnell wieder vorbei sein. Ich habe ja auch zwischendurch wieder meine Anastasia Dipbrow Pomade rausgekramt. Aber ich finde es irgendwie so schwer mittlerweile. Also ich finde, wenn man drin ist, dann geht es irgendwann. Aber wenn man es länger nicht mehr benutzt hat, dann ist es komisch. Ich glaube, mit den Wimpern kann ich sogar meine Augenbrauen ein bisschen dunkler machen. Ich glaube, sonst finde ich das irgendwie weird. Ich will mir eigentlich eine Cap holen. Soll ich heute... Das Ding ist, ich war halt schon in einem Laden und da gab es halt die Cap nicht, die ich haben wollte. Nicht in meiner Größe. Vielleicht gibt es die irgendwo anders. Ich glaube, ich hole die morgen. Ich glaube, das passt. Oh, aber eigentlich hätte ich die heute gerne. Egal. Nervlich, Laura. Wenn ich einmal anfange, mich zu schminken, jetzt würde ich am liebsten fertig machen. Aber egal, mache ich nicht. Leute, guck mal, wie schön die Sonne, wie sie durchstrahlt. Eigentlich, also... Scheiße, meine Kamera ist komplett beschlagen. Also eigentlich war mein Tag heute anders geplant. Jetzt gab es einen Umschwung. Und jetzt bin ich gerade so, was mache ich jetzt? Gehe ich noch eine Runde in der Sonne spazieren oder nicht? Bleibe ich hier? Nehme ich spontan irgendeine andere Class als geplant? So many questions. Aber ich gehe jetzt erstmal in die Dies. Ich möchte halt später mit Freundinnen trainieren. Und dafür ist noch ein bisschen unklar, ob wir jetzt einen Raum haben oder nicht. Und das finde ich jetzt einfach in Person raus. Sonne, Leute. Sonne. Ich finde das kurz heraus. Und dann gehe ich vielleicht noch eine Runde spazieren. I don't know. Ich weiß gerade nicht. Problem ist, ein Freund von mir ist gerade zu Besuch und ich habe ihm meinen Schlüssel mitgegeben, weil ich eh dachte, dass ich die ganze Zeit unterwegs bin. Jetzt bin ich doch nicht die ganze Zeit unterwegs und habe jetzt keinen Schlüssel. Und meine Mitbewohnerin ist auch nicht da. Das heißt, mich kann auch keiner reinlassen. That's amazing. Aber egal. Egal einfach. Einfach egal. Dann habe ich, wie gesagt, mit Freundinnen trainiert und Nate ist uns auch noch gejoint, weil Cisco aus L.A. war in Berlin. Und dann haben wir eine Choreo von ihm gelernt und wir waren so, okay, wir müssen die nochmal trainieren. Und das haben wir auch gemacht. Und es ist einfach so eine traumhafte, wunderschöne Choreo. Das ist so eine Choreo, die ich immer für immer tanzen möchte. Wisst ihr, es gibt halt so Sachen, die man lernt und ich bin so, ja, ist okay. Aber das ist so stuck. Ich will das so die ganze Zeit tanzen. Also immer, wenn ich kann, ich würde es am liebsten jetzt schon wieder tanzen, wisst ihr? So, ja, das ist ein beautiful Summer Walker Song. Ich weiß gerade nicht. You don't know what love is. I need you to know, na 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 na, yeah, you don't know what love is, if you don't put up a fight, yeah, you don't know what love is, gong, if you don't stay up all night, you don't know what love is, gong, da do 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 ba ba da 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 da. Yeah, you don't know what love is. Naomi hat übrigens ihre Heels vergessen, wundert euch nicht. Düdüdüm, düm, düm, gong, wa, gong, wum, düdüdüdüdüm, gong, pow. So schön, Leute, so schön. Das war so eine schöne Session auch. Gumo, meine Süßen. Happy Friday. So sehen meine Wimpern aus. Das Gefühl, hier sind schon welche rausgefallen, weil irgendwie... Ist gerade eine rausgefallen? Als ich einschlafen wollte, haben irgendwie meine Augen so getränt. Ich war die ganze Zeit so scheiße, scheiße. Und heute Morgen genauso. Weil ich habe das Gefühl, dadurch fallen die schneller raus, oder? Oh, nein, das kann doch nicht sein, oder? Ich habe doch hier irgendwo eine Bürste. Vielleicht sind sie auch gerade einfach nur ein bisschen verwuschelt. Nee, ich glaube, ist alles okay. Also es sind auf jeden Fall ein paar rausgefallen, weil das habe ich heute Morgen in meinem Bett entdeckt. Dass da so zwei, drei lagen. Aber an sich ist okay. Sah nur so aus, glaube ich. Heute muss ich einfach mich vorbereiten, alles machen, was ich noch erledigen muss. So wie Wäsche waschen ganz dringend, weil ich fliege morgen nach London. Genau, und wie ich das natürlich immer mache, habe ich alle meine Sachen, die ich erledigen muss, auf heute verschoben. Weil heute ist Druck. Weil heute
Ich muss es halt heute machen, weil morgen fliege ich weg. Und ich fliege halt schon so mittags. Das heißt, morgen kann nichts mehr gemacht werden. Ich muss heute alles erledigen. Deswegen erstmal Wäsche waschen. Ich hoffe auch, dass sie bis morgen trocknet. Wird eine knappe Nummer. Ich habe gerade eine halbe Stunde mit meiner englischen Bank telefoniert. Ich habe halt immer noch ein Konto dort, weil ich ja immer regelmäßig nach London fahre. Und dann ist es praktisch, das einfach zu behalten. Wisst ihr, deswegen habe ich es halt, seitdem ich Au-pair gemacht habe, seitdem ich das Land wieder verlassen habe auf Dauer, habe ich trotzdem mein Konto behalten. Und trotzdem wird mein Konto halt immer wieder so gesperrt, mehr oder weniger. Weil manchmal ist es so, wenn du 3 Monate das nicht benutzt hast, dann sperren die das. Und dann wollte ich eine Überweisung machen, hat nicht funktioniert. Dann musste ich eine halbe Stunde mit denen telefonieren, bis alles wieder entblockt war. Jetzt ist es wieder entblockt, ich konnte meine Überweisung machen dann. Liebe HSBC, warum sperrt ihr immer wieder mein Konto? Ich meine, mein Konto ist auch so unnötig für die. Wisst ihr, das ist quasi nur so wie so Transfer. Da gehen nicht immer Zahlungen ein oder so. Ich bin nicht irgendwie employed, dass ich irgendwie aus England Geld bekomme und irgendwas damit nutze. Wobei doch, ich nutze es ja in deren Land. Aber so für die Bank an sich, glaube ich, ist es so ein sinnloses Konto. Da kommt manchmal alle paar Monate Geld rein und dann benutze ich das die ganze Zeit und dann ist wieder Funkstille. Aber trotzdem, ja. Aber ich muss jetzt dringend was essen. Ich habe mir vorhin so Börek gekauft bei Lidl. Aus irgendeinem Grund gab es Börek bei Lidl. Und den werde ich mir jetzt einfach fix im Ofen warm machen. Wobei, ich kann den sogar... weiß ich gerade nicht. Hier ist mein Börek. Also eigentlich könnte ich es auch einfach in die Mikrowelle machen, aber Ofen ist schon geiler, oder? Was sagt ihr? Ich mache Ofen. Ich bin gerade am Ostkreuz angekommen und meine Verbindung zum Flughafen ist erstmal ausgefallen. Aber deswegen plane ich immer genug Zeit ein. Ich bin ein bisschen so eine Deutsche, die viel zu früh am Flughafen ist. Also nicht viel, viel zu früh. Ich bin jetzt schon nicht so schlimm, aber ich plane schon immer so circa 2 Stunden. Irgendwo zwischen 1,5 und 2 Stunden ein. Sonst wäre es halt alles ein bisschen knapp geworden. So ist jetzt die nächste Verbindung in 20 Minuten, ist okay, wisst ihr? Ich finde diese Wimpern-Extensions ohne alles sehen so komisch aus. Warum habe ich Wimpern drauf, aber bin ungeschminkt? So ist das Leben, wenn man lange Wimpern hat, oder? Ah ne, die sind ja nicht unbedingt dunkel. Aber wenn man so dunkle, lange Wimpern hat, sieht man dann so aus? Ne, weil solche Leute haben auch immer starke Augenbrauen. Man hat nicht eins von beiden. Natürlich so der Tag, an dem ich entscheide, hier wegzufliegen, ist Berlin so, yeah, Sommer. Es sind einfach so, ich glaube 23 Grad heute. Check nicht. Liegt hier irgendwo mein Koffer? Nee, glaube nicht. Hier ist irgendwie so viel los. Also ich glaube so voll und viele Koffer, viele Leute habe ich irgendwie schon lange nicht mehr gesehen. Guck mal, die Koffer enden gar nicht. Ich weiß nicht, ob mein Koffer da schon ist oder nicht. Ich glaube irgendwie nicht. Ich fahre circa 1,5 Stunden nach Hause. Meine Kopfhörer sind leer. Mein Kabel ist irgendwo in meinem Koffer. Ja, da muss ich jetzt wohl lesen. Oder aus dem Fenster schauen. Ich bin aus Versehen rückwärts. Eigentlich mag ich es nicht, rückwärts zu fahren, aber ich will mich jetzt auch nicht umsetzen. Oder schlafen. Leute, schaut mal, wo ich bin. Mein Baby. Reggie. Leute, guck mal, er hat einfach so ein abgebissenes Ohr, weil ein anderer Hund ihn angegriffen hat. Und jetzt fehlt ihm einfach so ein Stück Ohr. Baby. Nee, so süß. Leute, das war so ein Act, erstmal hier reinzukommen. Ich stand ein paar Minuten einfach vor der Tür. So 15 Minuten oder sowas. Weil ich einfach nicht gecheckt habe, wie ich ins Haus komme. Weil die haben mir halt den Schlüssel in so einem Safe hinterlassen. Ich hab das Safe einfach nicht gefunden. Ich war so, wo?
Wo soll das sein? Erklärt mir das jemand. Ich habe das ganze Grundstück abgesucht nach diesem Safe. Habe es einfach nicht gefunden. Dann habe ich den irgendwann geschrieben. Dann kam natürlich erstmal auch keine Antwort. Weil die sind ja gerade in Australien. Die haben eh gerade eine Nacht. Die schlafen schon tief und fest. Zum Glück gab es noch Nachbarn und Bekannte, die mir das erzählen konnten. Dann haben wir das geschafft. Ich habe Reggie begrüßt. Leute, er hat sich einfach so gefreut. Das war so süß. Ich bin gestorben. Das war so süß. Er hat so gefiebt die ganze Zeit. Babymaus. Auf jeden Fall. Dann habe ich den Safe gefunden. Alles gut. Gebe ich die Nummer ein. Ich kriege das Ding einfach nicht auf. Ich so, oh, was ist das jetzt? Dann habe ich noch so die Nummern die ganze Zeit rumgedreht. Ich habe es einfach nicht aufbekommen. Irgendwann habe ich so richtig mit Schmackes das Ding versucht zu öffnen. Und dann ging es zum Glück. Jetzt bin ich hier. Ich muss jetzt eigentlich ganz dringend meine Steuern machen, weil ich weiß ganz genau, wenn ich hier jetzt eine Woche bin, werde ich am Arsch meine Steuern machen. Und jetzt warte ich halt noch auf Lisa, weil die kommt. In ein paar Stunden. Boah, ich glaube, die braucht noch ein paar Stunden. So, was haben wir für eine Uhrzeit? 15.42 Uhr. 2 Stunden oder so braucht sie noch. Auf jeden Fall, deswegen muss ich mich einfach hinsetzen und es jetzt erledigen. Heute ist so unser Anreisetag. Wir haben heute nichts geplant. Heute werden wir einfach nur später abends, wenn wir einkaufen gehen und das war's. Und solange ich alleine bin, sollte ich die Zeit nutzen und arbeiten. Ist nicht mal Arbeit. Also ich meine, Steuern ist für Selbstständige schon Arbeit, aber das ist ja keine Arbeit. Ich kriege am Ende kein Geld. Ich mache das nur und muss Geld bezahlen. Der schnarcht so. Reggie, warst du so müde? Der war irgendwie nur 2 Stunden draußen oder so. Vielleicht 2 oder 3. Das hat ihn so müde gemacht. So eine kleine Babymaus. Ich bin irgendwie auch so obsessed nach all den Jahren mit dem Haus von meiner Gastfamilie. Ich check das halt gar nicht. Wie kann ein Haus so geil sein? I mean, obviously, viel Geld. Dann kann man sich halt sowas kaufen. Aber das ist auch so geil aufgebaut. Allein so die Küche, dass die so irgendwie abgetrennt ist, aber nicht so richtig. Wisst ihr, mit so einer halben Wand. Nicht mal eine halbe Wand, bisschen Wand. Und dann ist das hier halt so in der Mitte so eine Insel. Und die neueste Edition, Leute. Jetzt sind hier so Stühle. Das war früher nicht. Die sind auch niegelnagelneu. Ich glaube, die sind hier noch nicht so lang. Jetzt kann man sich halt hier einfach an dieses Ding setzen. Und hier einfach essen. Das ist so cool. Ich bin so Fan. Ich freue mich jetzt schon, morgen hier mein Frühstück zu essen. Und dann sitze ich hier so und trinke meinen Schwarztee mit Milch. Ja, das ist so cool. Ich bin einfach obsessed. Ich würde so gerne hier wohnen. Ich würde so gerne dieses Haus besitzen. Leute, erklärt mir das doch mal. Man darf so süß nicht sein, Reggie. Das ist nicht erlaubt, so süß zu sein. Du darfst das nicht. Du kleiner Opa. Spaß, der ist noch kein Opa. Aber wie alt wirst du dieses Jahr, Reggie? Let me think. Du bist 2017 geboren. Du bist 7 Jahre alt. Vielleicht bist du schon... Nee, warte, ich glaube, er ist im Mai oder so geboren. Kann das sein? Vielleicht ist er im März geboren. Oh, ich weiß es irgendwie gerade nicht. Oh, mein Baby. Diese Pfoten, Leute. Einfach diese Pfoten. Mein Baby. Mein Baby. Mein kleines Baby. Mein kleines Baby. Alter, der hat so einen riesen Kopf. Guck mal, ich habe schon einen riesen Kopf. Oh. So süß. So süß bist du. Du bist so ein Süßi. Du bist so süß mit deinem abgerissenen Ohr. Der Arme. Ja, so ein bisschen wenigstens. Juhu, wir sind schon dabei. Wir können ja gleich einen Haul drehen. Oh ja, machen wir. Gut. Aber ich muss erst noch begrüßen. Was? Ich muss erst noch alle begrüßen. Ja, gleich aber ganz entspannt. Ganz entspannt, meine Liebe. Och, hier sind ja die veganen Sachen. Ich wollte euch eigentlich einen ausführlichen Haul machen, was wir alles gekauft haben. Aber wir haben halt so für die ganze Woche eingekauft. Das ist mir gerade irgendwie viel zu viel. Fehlt sogar noch. Hier kommt noch mehr. Deswegen zeige ich es euch jetzt nicht so genau, aber ich zeige euch dann einfach zwischendurch mal, was wir so essen. Ja. Das ist auch völlig in Ordnung, ne, Reggie? Guck mal, wie er da liegt. Mit den Pfoten. Ich kann nicht. Hör auf damit, Reggie. Das ist viel zu süß. Aber hier haben wir so ein paar Classics. Guck mal, das kaufe ich immer, wenn ich in England bin. Diese vegane Salami, die finde ich richtig lecker. Das ist einfach deutsch. Aus Deutschland, aus Berlin planted. Hat es bis nach London geschafft. Dann hat Lisa das hier entdeckt. Toblerone Cheesecake. Dann noch so ein bisschen Gemüse, Obst, Feta. Hier mein veganer Lieblingskäse. Der ist so lecker, Leute. Und ich habe von derselben Marke so einen Frischkäse entdeckt. Und unsere Lieblingschips.
Chips, auch sehr wichtig. Direkt zwei Packungen davon. Mein Lieblingshummus, auch sehr wichtig. Ja. Ich wollte dich fragen, was das ist. Frischkäse. Aber von, also ist halt vegan. Ich wollte das gerne probieren, weil ich diesen Käse so gerne mag. Deswegen dachte ich, bestimmt schmeckt es auch lecker. Das ist mein Lieblingsdrink. Einer meiner liebsten Lieblingsdrinks. Naja, Lisa hat da viele. Laura hat aber Laura hat es probiert und ich fand es ein bisschen zu milchig. Ja, das schmeckt halt doll nach Milch. Mag ich nicht so. Also so Joghurt. Joghurt. Ist halt so ein Joghurtdrink. Ist halt nicht so. Ja, ich mag Mangolassi, aber lieber mit Kokosmilch. Oh, das habe ich noch nie probiert, aber das ist auch so zum Kaufen. Weiß ich nicht. Ich kaufe das immer ist, so. Ist, glaube ich, auch geil. Weißt du, so beim Vietnamesen gibt es das manchmal oder so. Dann kann man das halt bestellen. Das ist halt schon lecker. Oh ja. Und Leute, ich habe das hier einfach entdeckt. Das hatte nämlich meine Gastfamilie hier liegen, aber da lag nur noch einer. Das ist einfach so, wie heißt das? Englische Version von Tim Tams aus Australien. Und es gibt ja einfach bis heute, also es gibt schon jetzt Tim Tams, aber die kosten halt immer so 10 Euro oder so, wenn man die in Deutschland kauft. Und das kostet irgendwie so nicht mal 2. Da habe ich erstmal ein paar mitgenommen. Weil Albina bekommt auf jeden Fall eine Packung. Eine Packung lasse ich hier und der Rest, die eine ist für mich. Aber das mache ich den. Hä? Dann siehst du Albina. Ich schick's ihr. Ah. Okay. Keine Ahnung, was wir jetzt essen. Irgendwie ist gerade unklar. Burger? Mhm. Pizza? Ja. Vielleicht essen wir einen Burger auf dem Bagel. Ja. Wie schön. Oh, wie nett. Hier ist unsere Schedule. Juhu. Darf niemand sehen. Streng geheim. Ja, Leute, dreimal dürft ihr raten, wer nicht Steuern erledigt hat. Solange Lisa noch unterwegs war. Und das jetzt um 11 Uhr abends machen kann. Ich meine, ich würde jetzt sowieso nicht schlafen gehen. Und ich würde auch sowieso nicht einschlafen, selbst wenn ich schlafen gehen würde. Aber trotzdem, es geht ums Prinzip. Ich weiß nicht, ob das so eine Sache ist, die man jemals ändern kann. Oder das ist einfach so ein Personality Trait. Entweder du machst etwas on time oder du bist halt immer auf den letzten Drücker. Und ich bin immer auf den letzten Drücker. Ich finde irgendwie kein Handtuch gerade. Wo sind hier Küchenhandtücher? Leute, ich fühle mich hier so zu Hause. Das ist so geil. Ich meine, das war ja auch... Ach, da hängt ja sogar ein Küchenhandtuch. Ich habe es irgendwie nicht erkannt. Egal. Ich meine, es war ja auch mein Zuhause für ein Jahr. Und deswegen ist es logisch, dass ich mich auch irgendwie hier zu Hause fühle. Aber trotzdem, ich fühle mich hier so zu Hause. Ja, Mann. Ich habe mir direkt erstmal Salz gekauft. Weil seitdem ich damals bei meiner Gastfamilie war, liebe ich dieses Salz. Das sind so Sea Salt Flakes. Das sind so richtig so grobe Stückchen. Und das ist so lecker, wenn du irgendwas auf dem Brot isst. Zum Beispiel Avocado oder Ei oder so. Und dann machst du so dieses flaky Salz drauf. Jetzt könnt ihr mich kontrollieren, dass ich es auch wirklich mache. Ich nehme euch einfach mal mit. Spaß. Ich muss erstmal meine Festplatte anschließen. Hä? Warum ist das immer so? Man fängt an, man schiebt es rein, passt nicht. Dann dreht man es um, passt nicht. Und dann dreht man es um und dann passt es doch. Okay, ich lege jetzt los. Ich lenke mich schon wieder mit Vloggen ab. Das gerade gespült, einfach nur, damit ich das nicht machen muss gerade. Ich bin so ein Blödian manchmal. Blödian. Blödian ist auch ein geiles Wort. Ich überlege mal, was ich noch für coole Wörter zurückbringen kann. Es ist gerade genau 0 Uhr. Man sieht es einfach nicht, weil es nicht scharf wird. Aber an sich ist es gerade genau 0 Uhr. Und ich bin fertig. Ich habe es geschafft. Ich sehe aus wie, keine Ahnung. Warum geht es immer darum, wie ich aussehe? Ist doch so egal. Wen juckt das überhaupt? Mich juckt es nicht. Die einzig wichtige Sache ist, dass ich es geschafft habe. Ich habe meine Steuern abgeschickt. Ich habe eine Rechnung abgeschickt. Viel mehr habe ich gar nicht gemacht. Ich will schon seit Monaten beim Finanzamt anrufen. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe für nächste Woche. Weil morgen ist Sonntag, da kann ich nicht anrufen. Warten wir auf den nächsten Motivationsschub, wenn ich dann mal auf die Idee komme, was zu machen. Ich muss noch morgen mein Video anfangen zu schneiden. Ich kann das am Montag nicht fertig machen, glaube ich. Okay, kriege ich hin. Vielleicht. Wo läufst du? Dieser Hund ist so glücklich, einfach nur auf seinem Spaziergang. Reggie! Ich weiß nicht, was er da erschnüffelt hat. Reggie! Reggie! Keine Ohren für mich. Kein einziges Ohr für mich. Reggie! Komm her, reagiert nicht mal. Reggie! Ah ja, da kam eine Reaktion. Was soll das denn? Oh! Ah, das ist voll weh. Das ist voll schwer. Die Wiese ist so schwer. Guck mal. Ich hab Angst, dass du jetzt böse bist.
Nein, der wird nicht böse. Guck ihn dir an. Wie kann dieses monströse Pferd böse sein? Du kleiner Stinky! Du kleiner Stinky! Und ich schaue in die Kamera rein, gell? Hallo Leute! Oh, meine Stimme ist abgegangen. Nochmal, warte, ich muss nochmal neu. So Leute, ratet, wer wieder da ist. Laura hat mich gefragt, ob ich ein bisschen schüchtern bin, weil ich habe 2 Versuche gebraucht, bis ich losgelegt habe. Ja, auf jeden Fall werde ich auch wieder vloggen und ich freue mich drauf, Laura zu nerven, den Vlog zu versüßen. Und ja, das war's auch schon. Ich zeige euch schon mal unser Essen. Genau, das hat euch Laura ja gestern schon ein bisschen gezeigt. Das muss ich nicht wiederholen. Das ist ein Müsli, das finde ich sehr lecker. Und das ist ein anderes Müsli, was ich auch sehr lecker finde. Färbt sich danach, also die Milch färbt sich danach wie so Kakao. Und das habe ich schon fast leer getrunken. Ups. Sehr gut. Gestern weiter so. Ich trinke normalerweise fast nichts. Und das habe ich so weggeext. Bei uns gibt es jetzt Bagel. Genau. Habe es gerade schon zu Laura gesagt. Es gibt 2 Arten von Menschen. Sie macht erstmal alles fertig, bevor sie isst. Ich knapper schon so alles an und habe so halb schon gegessen. Diese Tomate. Die Laura hat nicht so hübsch geschnitten. Hä? Hä? Die sah besser aus. Du hast sie nur so ein bisschen ja, schon angefetzt. Genau. Presse. Chillte. Oh, 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 oh. Falsch gefilmt. Oh, Reggie. Oh, ich komme zu dir jetzt. Reggie. Oh Mann, das fokussiert nicht. Ja, ich weiß. Egal. So, Laura macht sich jetzt an den zweiten Bagel ran. Tut den wieder komplett dekorieren. Ich habe ein bisschen Müsli nebenbei gegessen. Ich liebe dekorieren. Und jetzt esse ich ein bisschen Chip. Oh, darf ich die Marke zeigen? Ja. Ich zeig doch die ganze Zeit Marke. Ah ja, stimmt, vergessen. Aber weil es so präsent ist. Ja. Leute, das sind die geilsten Chippies. Keine Werbung, wir lieben die einfach nur. Ja, doch, mach mal Werbung, vielleicht wirst du gesponsert. Ja, stimmt, jetzt schreiben die mir plötzlich. Hey, wir haben dein Video gesehen. Zum Frühstück. Willst du eigentlich was zu den Produkten sagen, was gut schmeckt und was nicht? Also das wusste ich schon. Man muss jetzt hier alles erklären, wie man hier vloggt. Das hier wusste ich alles, dass es schmeckt, deswegen schmeckt es auch. Das hier schmeckt leider nicht so. Also es schmeckt an sich, aber die Konsistenz ist komisch. Das ist so ein bisschen mehlig im Mund irgendwie. Ja, deswegen nicht so geil. Und das haben wir bei, was ist das denn? So. American Style Burger Soße. Das ist geil. Haben wir bei unserer Family hier im Schrank gefunden. Schmeckt auch lecker. Ich möchte noch was dazu hinzufügen. Ja, zu dem? Ja, also ich habe es auch probiert und ich finde wirklich so an sich die Würze und so ist richtig lecker, aber sobald man es im Mund hat, wird es so richtig wässrig auch und so mehlig und es ist ganz komisch. Das ist nicht so der Vibe. Und das finde ich auch sehr lecker. Oh, hier, das da finde ich auch super lecker und der Hummus ist richtig lecker. Und den Käse, den finde ich, der schmeckt richtig gut, aber finde ich auch ein bisschen komische Konsistenz. Ja. Aber an sich trotzdem lecker. Auch ein bisschen drüber hinwegsehen. Ja, finde das ist so eine 7 von 10. Für mich ist es 10. Echt? Ja. Oh, okay. Aber das ist schön. Du kannst genießen. Aber das ist ja schön. Das ist eine 12 von 10, Leute. Ja, Mann. Okay, so. Reicht. Genau, erstmal noch alles an Staub aufs Brot machen. Geil. Oh, jetzt kommen noch die sauren Gürkchen. Von Laura gestern so, Lisa, magst du saure Gurken? Ich so, boah, nee, will nicht. Und jetzt habe ich schon ein paar davon gegessen. Naja, so sind sie immer, weißt du? Ja, ich bin immer so. Erstmal Nein sagen. Ne. Die Mädels trinken erstmal Bubble Tea. Ja. Wir haben schon so lange kein Bubble Tea mehr zusammen getrunken. Ja, und es ist einfach unser Ding. Stimmt gar nicht, wir haben in München, okay, aber schon länger her. Haben wir auch eins zusammen. Ah ja, das war, wann war das? 1. März Wochenende. Ja, das ist schon bald hin, ja. Deswegen wird es mal wieder Zeit. Oh. Hunger. Ja. Ich esse gleich lecker Nudeln. Ich kann nicht aufhören, uns anzugucken. So hübsch, selbst nach Class. Wir haben schon 2 Classes genommen. Ja. Und wir sehen immer noch hübsch aus. So, meine Lieben, ich wollte einfach eine Runde vloggen. Mir ist aber noch nicht eingefallen, was ich sage. Mach kurz nochmal Pause. Hey! Okay, reicht. Reicht für heute. Komm.
zum Abschluss der Woche waren wir dann bei Brina in der Class. Das ist meine absolute Number One Lieblings-Heels-Teacherin. Also ich liebe einfach ihre Choreos, ich liebe ihre Classes, ich liebe ihre Song-Choices, alles da dran. Und sie hat diesmal auf Girls Need Love von Summer Walker Choreo gemacht. Und ich glaube, ich habe noch nie eine Choreo darauf gelernt. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, I'm obsessed. Das macht einfach, ich weiß nicht, es fühlt sich einfach so geil an, ihre Choreos zu tanzen. Vor allem vorhin habe ich ja schon über Cisco die ganze Zeit geredet und er hatte auch einen Summer Walker Song und hier habe ich nochmal einen Summer Walker Song. Das war wirklich meine Woche einfach. Hey, I need some love. Hey, need some love. Yeah. And you can ja, das war's. Das war's erneut von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mua.